vorigen Woche, Wochenende eine Einladung. Jetzt hilf mir wieder, Natalie, du weißt immer besser. In der Hauptversammlung der Linken hier in Berlin, da waren wir eingeladen. Und da ist genau wie heute hier uns auch eine spontane Spende übergeben worden. Die Leute haben gesagt, oder die Linke hat gesammelt und sage und schreibe, auch dort sind 620 Euro zusammengekommen. Also ihr seht, 1000 Euro haben wir noch extra eingenommen aus den Spenden, die wir hier bekommen haben. Wir denken mal, wir überstehen den Winter auch hier noch. Bis zum Frühjahr, wenn es wieder warm wird, denke ich mal, sollten wir auch wirklich aushalten. Aber wir wissen nicht, wie der Bezirk sich entscheidet. Aber allen Dingen, allen denen, die auch hier ihre Spende eingebracht haben, danken wir Ihnen. Wir haben also heute Bilder ausgestellt von unserer Malgruppe, die also hier Bilder zum Verkauf anbietet. Dieser Verkaufserlös geht also auch zugunsten unserer Solidarität. Und ich hoffe und würde Sie bitten, die eine oder andere vielleicht mal auch eine Mark oder einen Euro loszumachen und leisen, mein Gott. Und vielleicht kriegen wir da auch noch ein paar Euro zusammen. Also allen, die es bisher gespendet hat, unseren herzlichsten Dank. Und ich weiß nicht, ob da war noch jemand, der eine Grußadresse von Barcelona. Wir haben vor kurzem oder vor einer Zeit junge Leute empfangen, die hatten sich bei uns angemeldet. Die sind irgendwie Nachkommen der Leute, die heute in Barcelona oder jetzt wieder auf die Straße gehen. Auch Alte, die kämpfen gegen die Banken, nicht um so eine Begegnungsstätte, aber die haben von uns gehört und die sind ganz begeistert und haben gesagt, also irgendwann kommen wir nach Berlin und dann besetzen wir die stille Straße. Wie Sie vielleicht schon gehört haben, im Laufe des vergangenen Jahres sind in Spanien auch viele Rentner auf die Straße gegangen, weil sie unter den Bedingungen, die dort jetzt herrschen, kaum noch leben können. Und vor allen Dingen, weil sie eigentlich immer gedacht haben, dass sie ihren Kindern und Enkeln eine bessere Welt hinterlassen würden. Deshalb haben sie gegen Franco gekämpft und andere Hürden aus sich genommen. Und jetzt sieht es so aus, als ob sie keine bessere Welt hinterlassen können, weil sie nämlich von anderen zerstört wird. Die gehen so weit, dass sie sagen, wir haben die Zeit, wir haben die Erfahrung, wir müssen das machen und haben zum Beispiel in der vergangenen Woche das Sozial- und Familienministerium in Barcelona besetzt und ein universelles Grundeinkommen für alle in Spanien gefordert. Und sie haben eine Woche vorher die Börse in Barcelona besetzt und haben darauf aufmerksam gemacht, dass die Banken mit Geld gerettet werden, während die gleichen Banken Leute, die bei ihnen in Schulden stehen, aus den Wohnungen rausschmeißen. Und diese Yayo Flautas, so nennen sie sich, haben mitgekriegt, dass es in Berlin auch von rebellischen Rentnern Widerstand gibt, die hier in der Pankow, aber wie auch in der Palisadenstraße, wo sich auch Leute wehren gegen die neuen Mietbedingungen, die sie dort erleben, und haben deshalb folgende Nachricht geschickt. Liebe Panther aus Pankow, liebe Freundinnen und Freunde der Panther, aus Spanien senden wir, die Yayo Flautas, einen schwisterlichen Gruß mit den besten Wünschen, auf dass eure 100 Tage Besetzung im größtmöglichen Erfolg enden. Euer Kampf ist auch unser Kampf. Es ist der Kampf dieser 99% der Bevölkerung und derer, die sich weigern, die Krise zu bezahlen, die das 1% provoziert hat, also die Finanzspekulanten und die Regierungen, die ihnen zu Diensten sind. Wir bedauern, dass wir heute nicht bei euch vor Ort sein können, um diese 100 Tage gemeinsam mit euch zu feiern. Im Herzen und in unseren Gedanken sind wir aber bei euch. Wir hoffen, dass wir weiterhin mit euch in Kontakt bleiben und dass wir in Zukunft, ja vielleicht schon bald, gemeinsam Protestaktionen durchführen können. Gemeinsam die Panther aus Berlin und die Yayo Flautas aus Spanien.
gemeinsam und diesen 1% zu zeigen, dass wir, die Bevölkerung, keine Grenzen kennen. Und dass, wenn wir das gemeinsam wollen, wir eine gemeinsame Stimme sind. Viel Erfolg, gemeinsam können wir die Welt verändern. Panta und Yayo Flautas, gemeinsam mit einer Stimme. Grüße aus Barcelona.